Wir müssen sofort was gegen Stahlbloons machen, weil es kommen nämlich gleich Stahlbloons und sonst gehen uns die Pisser hier volle Wäsche durch. So, und jetzt müssten wir was gegen Stahlbloons haben. Jawohl. Jetzt können wir dann die da alle upgraden. Fangen wir aber mit dem an. Ich glaube, das ist wichtiger hier. Oh, Entschuldigung, Leute. Ich muss niesen. Alles ungut. Mitten in der Aufnahme niesen. Sowas Ekelhaftes. Ich meine, niesen ist immer ekelhaft, aber in der Aufnahme stört es ja besonders. So. Jetzt wieder ein bisschen besser hier. Können wir mal den mal gescheit upgraden. Wave 6 von 17. So, dann schnappen wir uns mehr Spikes. So, Wave 7 haben wir. Ist noch einiges vor uns. Mehr Spikes haben wir. Wave 8. Und dann noch mehr Spikes dann. So, jetzt kommen schon die grausigen Stahlbloons. Wave 9! Dann nehmen wir Sniper, weil die sind auch gegen Stahlbloons. Lassen wir schön auf dem stärksten hier. Und einen zweiten Sniper. Sniper sind wirklich praktisch. Die kleineren Upgrades hier. Gut, sie machen nicht so viel Damage, aber im Moment reicht's noch. Aber sie sind nicht so teuer. Dann voll upgegradet, da sind die sauteuer. Leisten aber auch hier einen Beitrag, sage ich mal. So, der dritte Sniper. Dann nehmen wir einen zweiten Ninja Monkey, den gehen wir hier hin. Eine zweite Spike Factory müsste auch sein, da kommt nämlich zu viel. So, Wave 16 von 17. Und die letzte Wave 17, da wird jetzt nichts mehr passieren. Das läuft. Victory! Schön geschafft, Leute. Und die Kiste haben wir auch. Schauen wir mal, was wir da kriegen. 2800 City Cash, da sind wir dabei. Und so eine Kiste haben wir auch gekriegt. Das ist natürlich nice. Schauen wir, was drin ist. 1, 2, 3, 4. Wir haben Bloons Sabotage etwas. Ninja Monkey.
Der Ingenieur und der Buccaneer, des Schiffsaffe. Jo, läuft. Das war eine sehr schöne Runde. Können wir uns wieder ein Upgrade leisten hier? Zack. Wenn wir noch ein bisschen Geld dazu kriegen, können wir sogar noch eins machen. Jawohl, haben wir. Das läuft, Obi Buddha. Können wir das hier auch noch upgraden? Super. Also ich glaube, Strom haben wir genug. Ne? Das sieht gut aus. So, dann würde ich sagen, wir machen das nur auf hart. Und dann widmen wir uns wieder der anderen Stadt. Der Einserstadt. So, den hier, den da, ordentlich upgraden. Let's go! Wave 1 von 10. Den Affen hier auch noch ein bisschen upgraden. Ein bisschen Damage muss sein. Danach die Spike Factory. Wave 6 haben wir. Nehmen wir zuerst mehr Spikes. Weil wenn dann so am Anfang so ein Stoß kommt, das ist dann richtig ungut. No, derzeit haben wir eine gute Diff hier. Es läuft. Kommt fast nichts runter zur Spike Factory, kann man nicht meckern. So, jetzt kommt ein bisschen was, aber... Das ist sehr überschaubar. Wir machen nur dickere Specs. Und wir sind in der Wave 8. Und Wave 9, wir nehmen nochmal mehr Spikes. Sofern sich das nur ausgeht. Wave 10. Das wird sie nicht mehr ausgehen, aber egal. Haben wir halt gewonnen, ist mir auch recht. Nice one. Team Plus noch für uns und ein Boni. Was kriegen wir denn da immer? Ja, sehr schön, sehr schön. So, hier sind Stahlbloons auch. Dann würde ich sagen, weiß nicht, probieren wir das. Stahlbloons sind schon hart. Machen wir das hier nur auf Hardcore. Auch eine meiner Lieblingsstrecken. So. Den in die Mitte hier. Und let's go. Wir werden den hier gleich mal upgraden. Das wird eine Spike Factory Party. Ja, kriegt die Spike Factory ein bisschen Arbeit, aber es geht, es geht, es geht. Gleich kriegt sie stärkere Spikes, dann geht es noch mal besser. Ich glaube, Stahlbloons kommen hier keine, das ist nicht das Problem.
So, Wave 7, Leute. Wir nehmen jetzt gleich noch mehr Spikes hier. Und wir haben sie. Nice one. Wave 8. So, der letzte Wave, das wird jetzt kein Problem sein. Und wir kassieren schöne 10 Bluestones, glaube ich. Ah, yep. Nice one. So, Bluestone Party. Nehmen wir mal ein bisschen Geld mit hier. Ja, dann würde ich sagen, die zwei können wir auch noch machen. Sehr schön, die Map mag ich. Da gehen sie da runter und wieder retour, richtig chillig. So, let's go! Wave 1 von 11. Wir sind in der Wave 5 schon. Und Wave 6, wir nehmen jetzt gleich noch mehr Spikes und dann die stärkeren. Jawohl, die haut raus wie Sau hier. Wave 7, Mama. So, der Wave 7. Wave 9 haben wir. Können wir den auch noch upgraden hier. Und ich werde sogar noch eine zweite Spike Factory hier nehmen. Ah, jetzt sind ein paar durch, so eine Scheiße. Aber scheißegal, schaffen tun wir es trotzdem. Nur schade, dass wir keine Bluestones jetzt kriegen. Das ist halt kacke. Und geschafft, Leute! So läuft's! Aber wie gesagt, leider keine Bluestones. Aber so ein Paketchen haben wir gekriegt. Schauen wir mal, was drin ist.
Was haben wir denn Feines? Wir haben 1 und 2 und 3 und 4. Zweimal Lila auf jeden Fall. Einen Dartmantel. Einen Eismantel. Eine Village. Und Bananenfarm. So, sieht gut aus. Zack, boom, bang. Strommäßig sieht sehr gut aus. Die Upgrades brauchen aber Zeit. Oh, ich schaue jetzt wegen dem Bauen nur schnell, was da so gibt. 5 von 5, 3 von 3, ja, da haben wir alles. Eine Spike Factory noch? Nein, haben wir voll, okay. Jo, irgendwelche Upgrades. Das wäre nicht schlecht, aber das kostet ein bisschen viel. Das können wir mal erforschen hier. So, die Kleinigkeiten sozusagen, die nehmen wir mal mit. So, das kostet schon zu viel. Jo, sieht gut aus. Ich würde sagen, wir speichern mal und wir sehen uns im nächsten Part. Wir machen wieder mal einen Cut. Wenn es euch gefallen hat, abonniert mich, liked mich, schreibt einen Kommentar. Ich würde mich wirklich drüber freuen. Bis zum nächsten Mal. Euer ZockerAndi von Gameplay Deluxe. Tschüss.